Urwälder lieben viele unbekannte Geschöpfe. Hier sehen Sie ein freilebendes Franz in seiner natürlichen Umgebung. Es ist gerade auf der Jagd. Doch Moment mal, es kann aufrecht stehen und zerstört seine Umwelt unbewusst. Es ist ein Mensch. Somit hat das freilebende Franz Menschenrechte. Zuallererst etwas zu essen und eine Unterkunft. Da das freilebende Franz in einem Zoo lebt, wird es täglich von vielen Besuchern bestaunt. Oh, hey, diskriminiert mich nicht! Aber gerade auf die fehlende Diskrimination hat das freilebende Franz Rechte. Woher kommt eigentlich diese Stimme? Hey, lass die Kamera in Ruhe! Hey, ich habe auch Privatsphäre. Halt deine Worte! Junge, ich stehe hier aus. Yep. Wir müssen für die Sicherheit garantieren und es ist ein Sturz gefährdet. Okay, das war's denn. Tschüss. Nachdem wir einen neuen Kameramann gefunden haben, konnten die Dreharbeiten weitergehen. Das Franz erkundet nun sein Gehege. Ich habe ein Recht auf Freiheit. Oh nein, wenn die anderen auch frei sind, können sie mir gefährlich werden. Ich brauche einen sicheren Platz, denn ich habe überall Rechte. Wir töten dich jetzt mal. Aber er hat ein Recht auf Leben. Dann foltern wir dich halt. Aber das dürft ihr auch nicht. Dann arbeitet er eben in unseren Minen. Minen? Das klingt ja sehr nach Sklaverei. Das dürft ihr auch nicht. Dann bezahlen wir ihn einfach. Das geht natürlich. Das sind aber keine guten Arbeitsbedingungen. Aber ich habe ein Recht auf gute. Willst du etwa nicht für uns arbeiten? Ja, da rufe ich gleich mal die Polizei an. Ja? Okay. Ja, er hat gesagt, er wäre schon da. Welche Schandtat wurde hier vollzogen? Franz wollte nicht für uns arbeiten. Aber ich war unterbezahlt und musste gegen Monster kämpfen. Das könnt ihr doch nicht machen. Ich kann niemanden wirklich verhaften. Tschüss. Nach einer Gehaltserhöhung konnte sich Franz vieles leisten. Hey Franz, wir wollen dir jetzt Ferien gönnen. Genau, jeder hat ein Recht auf Freizeit. Super, ich lade euch auf eine Tour ein. Das waren jetzt etwa 16 der 30 Menschenrechte. Ach ja, kopiert mich nicht, Urheberrechte.